So, und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kirby. Und ja, wir haben jetzt die anderen beiden schon auf 100% gemacht. Das heißt, das nächste gehen wir auch an, und zwar in der Kugelsteinstraße. Schließe den Abschnitt, rette die versteckten Waddles, und dann gibt es noch drei versteckte, ja, Missionen. Gucken wir mal, ob wir die nicht doch auch finden können irgendwie. Los geht's. Ja, Feuerling ist schon nicht schlecht, ne? Okay. Muss man schon aufpassen hier, aber... Pixie Eagle. Das ist ein viel hinterhältiger Typ. Ja. Oh. Der taucht wahrscheinlich immer wieder auf, ne? Ah, okay. Ist drei Snacks vom Baumstümpfen. Ah, okay. Gut. Hier ist noch ein Snack. Oh. Können wir ihn anlocken hier? Oder können wir... Kriegen wir den da oben denn? Mal schauen, ob diese Dinger rausspringen, oder? Oder auch nicht? Nee, kann man nicht. Natürlich dumm von mir, aber hätte sein können. Aber da ist auf jeden Fall irgendwas, wo wir da reinkommen können. Behalten, dann loslassen. Ja. Okay. So würde ich, glaube ich, können wir das andere auch gleich abschießen, denke ich mal. Jetzt haben wir schon mal einen versteckten Affen gerettet, da wollte ich gerade sagen. Oder Dattel-Dier, wie die heißen. Ja. So. Wir brauchen noch ein paar Snacks vom Baumstumpfen. Genau. Wir haben auch noch nicht herausgefunden, was das dritte ist. Oder was die anderen beiden Sachen sind. Halt, da glitzert doch irgendwas. Aha. Okay, warte. Aha, ein Eingang. Das ist kein Baumstumpf, ne? Ne, zählt nicht. Wir können es vollstopfen. Und jetzt. Sehr gut. Ob hier noch irgendwas war? Ne, ich glaube, hier war nichts mehr. Okay. Immer schon der Kugelhagel hier, ne? Oh. Oh. Guck mal, können wir direkt rein. Das machen wir doch direkt mal. Ich bin ja ein Entdecker. Ja, Entdecker. Was entdecken wir hier? Okay, das brauchen wir wahrscheinlich, aber das haben wir ja schon. Sollen wir ein bisschen was schießen hier? Okay.
Kann ich nur schneller sein? Ah. Gut. Also die sind ja mal weiter runtergesackt. Aber wir haben es ja geschafft. Aber trotzdem. So, der zweite. Wie süß. Rausgehen. Schnell wegschießen den Affen. So. Ah, noch ein Snack, oder? Yes, 3 Stück von 3. Entdecke auf dem Weg bergauf den Seitenpfad. Das haben wir entdeckt. Uns fehlt noch das Letzte. Was könnte das sein? Bin ich gespannt. Oh, ich glaube, es kommt eine Riesenkugel. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen Indiana Jones-Style. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich habe eigentlich Angst, dass ich irgendwas verpasst habe jetzt hier. Wahrscheinlich habe ich gar nichts verpasst, ne? Nö. Kommt noch eine Kugel gleich? Guck mal. Ah, ist so ein bisschen. Also, es hat so ein bisschen hier. Wie nennt sich das? Ah, hier. Wie heißt das? Ist so ein bisschen drin, dass es so ein Auto-Aim hat. Also, dass es automatisch zielt. Ist auch okay, aber. Oh! Die können nicht umfahren, okay. Nicht umfahren. Das Problem ist. Hä? Nochmal. Das Problem ist dabei einfach, merke ich gerade. Dass ich glaube, ich verpasse irgendwas hier. Wieso schaffe ich es nicht, darüber zu kommen? Oh! Ich muss ja wieder raufkommen. Ah, okay, warte jetzt. Oh! Ich will alles haben, nicht nur einen. Aha! Oh, wir haben einen Affen vergessen. Ah! Wo ist der? Kann er sein? Wir sind zurück. Irgendwo haben wir ein Äffchen vergessen. Die Frage, wo? Den müssen wir noch finden. Da kommen wir schon mal rauf, ne? Nee. Verdammt! Oh nein! Nein, das ist nicht so schlimm. Aber wo habe ich den denn vergessen? Frage mich. Mal kurz gucken. Ah, okay, zu dumm. Irgendwas habe ich übersehen hier. Die Frage, was, ne? Ja, das ist natürlich blöd. Den kriegen wir, glaube ich, nicht. So einfach. Mehr. Thank you.
Das sind schon die goldenen Dinger. Das heißt, wir haben auf jeden Fall irgendein Geheimnis nicht entdeckt. Und ein Äffchen nicht befreit. So. Trotzdem sind wir am Ziel. Wir müssen nochmal von vorne machen, wollte ich gerade sagen. Wir müssen auf jeden Fall noch eins machen. Einmal machen wir nicht. Fahre ohne den Abgrund zu stürzen. Ah, okay. Hätte ich es schaffen können. Machen wir nochmal. So. Ausflug in den Anbelen Center. Da siehst du, wir haben nur 8, uns fehlt da. Da gehen wir auf jeden Fall mal in diese Risse. Machen wir aber jetzt nicht gerade, machen wir nachher. Ich muss noch mal rein, die Kugelsteinstraße. Das müssen wir so noch machen, denn wir müssen ohne Abgrund zu fahren und den letzten, dieses letzte Ding da finden. Das schaffen wir aber auch, glaube ich. Das kriegen wir hin. So schwer kann es nicht sein. Los geht's. Knall hier rum wie so eine Erbsenpistole. Na gut. Geh weg. Na, los geht's. Den Geheimweg brauchen wir nicht mehr gehen. Ups. Aber gut. So. Irgendwo hier muss der Affe doch bald kommen. Vielleicht mit der Kugel. Ah, die Kugel kommt jetzt, ne? Genau, also. Ah, guck mal. Gut. So, das hätten wir gefunden. Jetzt müssen wir mit dem Wagen nur durch den Abgrund fahren. Kriegen wir auch hin, glaube ich. Oh. Fahre nicht ohne Abgrund. Okay. Guck mal, haben wir auch wieder geschafft. Und Ziel und alles erreicht. Perfekt. Oder perfekt war es natürlich nicht. Wir haben einen zweiten Anlauf gebraucht, aber gut war es. Freut mich. Es interessiert mich nicht ganz so, die Sachen durchzulesen, muss ich zugeben, weil geht es eher um das Spiel. Ah, es ist witzig. Es ist wirklich witzig, das Spiel, muss ich sagen. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Es kommen noch 2 Äffchen dazu. Dann haben wir die ganzen 10 voll. Bevor wir das machen, gucken wir uns nochmal die Sachen hier an, die sie ja gezeigt haben. Das hier zum Beispiel. Bumerang-Schatz. Schwierigkeit. Zielzeit ist 1 Minute. Was muss man da machen? Okay, ich habe keine Ahnung. Wir schauen uns das mal an. Straßenschätze werfen und fangen. Schatzsuche extrem.
Oh Gott. Okay, wir haben länger als eine Minute gebraucht, sehe ich gerade. Ich glaube 3 Sekunden länger. Ah, guck mal. Zielzeit ist unter einer Minute. Wow, das ist schnell. Aber können wir es nochmal probieren? Ja, ne? Ich würde es ganz gerne mal probieren. Nein. Ich würde das ganz gerne mal probieren. Weil unter einer Minute sollte ja machbar sein. Man darf bloß keine Fehler sich erlauben. Okay, probieren wir nochmal. Nein, den letzten noch. Oh, haben wir, okay. Aber das wird knapp. Oh, komm schon. Schon wieder nicht. Warte mal. Nochmal. Haha. Das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein. Boah, das ist echt schnell. Gucken wir mal. Kriegt man Zeit? Also ist da Zeit dabei, wenn man. Oder verliert man Zeit, wenn man. Was will ich denn sagen überhaupt? Oh. Ich glaube, man verliert tatsächlich Zeit, wenn man drauf landet, ne? Kann das sein? Ah! Wieder nicht geschafft. Also, ich glaube, man verliert man Zeit, wenn man dagegen rennt. Oh, guck das an. Das ist machbar. Komm schon. Ich muss es nochmal machen. Los. Werfen und fangen. Schatzsuche extrem.
Okay. Ging doch. Gewusst wie. Sehr gut. Bekommt man da irgendwas Besonderes denn? Na, wahrscheinlich. Lass uns den auch noch ausprobieren. Feuerschatz. Komm an. Flott und voll auf zur Krone. Was bin ich denn hier? Warum bin ich hier an der Seite gelandet? Normal machen. Ich bin an der Seite vorbeigesprungen. Das ist natürlich dumm. So. Ich bin schon wieder runtergesprungen. Dumm war das wieder. Also zeitlich ist die Lunte ja nun mal, kann man gar nicht so viel machen, oder? Ich meine, die Lunte läuft ja, das ist ja die Zeit, die sie läuft, ne? Zielzeit, okay, geschafft. Sehr gut. Naja, lass uns noch mal ein Level machen. Ich glaube, das hier machen wir separat mal irgendwann, dass wir sagen, wir machen die ganzen Dinger separat und holen uns da ordentlich was raus. Ich glaube, sonst macht es nicht so viel Sinn, ne? Was ist hier denn los? Suchen. Ach, guck mal. Okay, lass uns das hier mal machen. Ausflug ins Ambelen Center. Das ist da, wo der Affe kommt, ne? Der Gorilla nachher? Ich meine ja. Und geht's. Weg mit dir. Oh, lecker Essen. Kleine Snacks für unterwegs. Du Lump.
Ja. Oh, der ist hart daneben. Den kann ich anscheinend nicht platt machen. Oh. Gleich wieder ein paar Snacks für mich. Oh, warte. Dann geh mal rein hier. Was ist das? Oh, dieses Geheimnisvolles. Ist eine Superkraft-Lolli, okay. Der ist super. Der Superkraft-Lolli. Oh, wir kriegen auch noch ein Äffchen hier. Ist das der erste? Ja, gut. Yes. Okay. Vorstopfen! Was jetzt? Umkippen. Was ist das? Achso, kann man auch schneller machen. Okay, jetzt zeigt irgendwie einen Burgerweg, ne? Ich soll geradeaus, soll ich da hochgehen? Ich soll hier geradeaus gehen? Oder was sagt er an? Ah ne, ich muss hier rein gleich, okay. Oh nein, kann ich auch hier links gehen? Das war wahrscheinlich der falsche Weg. Hat mir ja gerade angezeigt, welchen Weg wir gehen sollen. Aber ich konnte jetzt nicht erkennen, dass es mehrere Eingänge gab. Na gut. Das ist auch gut. Und Feuer ist auch gut. Okay. Whoops. Das ist ein bisschen easy peasy war der, ne? Wollen mehr Feuer? Kriegst du. Jetzt haben wir die Eiskrone. Halt. Das ist keine super Powerkraft hier irgendwie. Welches wir essen? Okay. Aber gar nicht so schlecht. Kann ich, da können wir irgendwas machen, aber kann man gar nicht. Okay.
Ich bin auch runtergefallen. Okay. So, was drin? Lange keinen Affen mehr gefunden, das ist kein gutes Zeichen. Ah, da müssen wir jetzt. Ah, jetzt siehst du, wir haben einen verpasst. Habe ich mir schon gedacht. Weil es so lange her ist, dass wir einen getroffen haben. Vielleicht finden wir den nochmal. Frage, wo, ne? Wo können wir den verpasst haben? Also hier ist doch, sieht auch irgendwie aus, ob es irgendwas gibt hier, oder? Aber gibt's nichts. Schad, schad, schad. Nee, Mist, den haben wir echt verpasst. Das ist ja ärgerlich. Das ärgert mich immer, ne? Naja. Wir haben rüber. Das ist ziemlich lässig. Vorher mag der nicht. Na, gehen wir hier rein. Trotzdem ist es ärgerlich, ne? Ärgert einen schon so. Ich glaube, die zeigen an, wo es hin, also wo, glaube ich. Irgendwas zeigt das Ding auch an. Das ist ein kleines Rätsel da oben, würde ich sagen, ne? Mal guckt. Da fehlt nämlich genau das Ding. Also ist Eis und Torte. Und wir müssen rein vor der Torte. Und gegenüber ist Eis. Ah, okay, jetzt erkenne ich es. Okay. Gut, warte mal. Warte, wo müssen wir rein? Das haben wir vergessen. Genau, wir müssen vor dem. Okay, dann ist es das da hinten. Das heißt, wir müssen hier rein. Das müsste der richtige Weg sein. Es gibt genug Essen und es gibt hier schon noch Äffchen. Da. Okay, das ist der letzte. Das heißt, die eine Karte, die wir falsch gelesen haben, das müsste natürlich der vierte sein dann, ne? Aber, nicht nur das, es fehlt uns ja immer noch. Ist eine Superkraft, ist 4 Donuts und da unten ist auch noch irgendwas, aber wo finden, ja, so viele Donuts habe ich jetzt nicht gesehen. Ist noch ein Donut? Können wir noch mehr Donuts finden, das weiß ich nicht.
Gar nicht so leicht. Vollstopfen. Oh oh. Oh oh. Einiges verpasst, wie man sieht. Aber ich würde behaupten, dass hier oben noch ein Donut ist. Also wir haben ja zwischendurch noch einen Donut vergessen. Wo ist der dritte? Aber ein vierter fehlt uns. Und es fehlt uns auch noch ein Äffchen. Na gut. Laufe durch das Center, ohne dich zu verehren. Ja, okay. Ist ja eigentlich nicht so schwierig, weil... Ja. Eigentlich nicht so schwierig. Aber wir haben es natürlich nicht geschafft. Okay. Ach, die können es jetzt aufmachen? Okay. Gerangel im Center. Okay, das ist ein Orangutan mit dem Affen. Wir haben dir geholfen. Stell dich dem Boss. Okay. Das ist wieder ein Riss. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir gehen hier nochmal rein, Leute. Und holen uns jetzt noch die Donuts und wir dürfen uns nicht verehren. Und wir müssen noch ein Waddle-Dee finden. Das schaffen wir. So. Also. Okay. Beeilen uns auch. Hinten müssen wir jetzt ja gar nicht längs gehen. Können wir den eigentlich abfackeln? Ja. So. Nein! Oh, ich bin runtergeplumpst. Wäre dumm gewesen jetzt. Ja. Das ist gut, dass der nochmal fliegen kann, der Kirby, ne? Das wäre jetzt echt immer ein bisschen... Hier ist auf jeden Fall ein Donut. Das war der erste, den wir gefunden haben. Sind wir nochmal schnell mit. Okay. Die Super Lolli können wir noch ruhig mitnehmen. Haben wir hier oben nicht irgendwie alles gemacht schon? Wahrscheinlich, wenn man es mit Turbo-Modus schafft. Dann können wir wahrscheinlich noch irgendwas absahnen hier oder so. Obwohl, weiß ich nicht. So. Oh. Ich muss das Feuer lieber haben. Kann ich besser mit um? So, komm her. Jetzt müssen wir uns den Weg mal gleich merken.
Also vorm Burger müssen wir rein, wie das hier steht. Das habe ich gerade eben vollkommen verkehrt gemacht. Vorm Burger, das ist ja da. Und ob hier noch irgendwas ist, aber ist ja nichts. Okay, hier sind wir durch. Wir müssen hier rein. Ich gucke nur ganz kurz, ob hier noch ein Donut ist oder so. Ne, ist ja nicht. Okay. Das ist der richtige Weg. Ja, guck mal, die ganzen Burger hier. Lecker, lecker, lecker. Okay, das ist der letzte Äffchen. Äffchen, sag ich immer. Ich finde, weil die sind so schon aus wie das kleine Äffchen, aber deswegen sag ich es immer. Und nicht wundern. Uns fehlen trotzdem noch die Donuts, ne? Wir haben jetzt einen Donut gegessen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir nicht schon an einigen vorbeigekommen sind. Ärgerlich. Hier ist ja der Typ. Okay. Wilder Eisbär. Oh, hat mich. Okay. So. So, die Eiskrone brauchen wir jetzt ja nicht mehr eigentlich. Aber ich glaube, wir kriegen... Kriegen wir die Donuts noch alle jetzt? Ich hoffe. Irgendwo muss ich einen übersehen haben, ich weiß nicht mehr wo. Da war schon einer und ich habe ihn wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Ja, die sind so gut einzusammeln, aber... Haben wir schon. Mist. Okay. Erst war hier nur die Karte, ne? Wir müssen noch kurz rein in die Karte gucken. Aber einen Donut finden wir hier nicht. Aber so ein Ding finden wir noch. Okay. Okay, Eis. Eis und Kuchen, ne? Gibt's auch keinen Teller mehr, wo noch ein Donut drauf ist, ne? Irgendwo habe ich ihn übersehen. Ich weiß jetzt, dass ich ihn übersehen habe. Hey, bin ich jetzt schon wieder. So. Nummer 2. Hm. Ja. Hab man übersehen. Irgendwo ist einer versteckt. Ups. So, noch einmal umkippen hier und die ganze Wand runterreißen.
Ja, und da oben ist leider nur ein Donut. Ah, dumm. Na gut. Tatsächlich. Tatsächlich! Mann, wo kann er sein? Wo kann der vierte Donut sein? Hm. Gut. Den Donut werden wir auch noch finden. Allerdings nicht mehr heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Huch, habt ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. So, tschüss, ne?